Keine Sperre, keine Zensur. Südafrika hat das liberalste Internet Afrikas. Im Gegensatz zu anderen Ländern des Kontinents stehen 2018 die Zeichen für das südafrikanische Internet gut, berichtet die amerikanische NGO Freedom House. Fast die Hälfte der Bevölkerung hat Zugang zum Internet. Das sind 30 Millionen Menschen. Und ein Drittel dieser User nutzt ausschließlich mobiles Internet. Aber all diese Infos zeigen nicht, dass man für diese Freiheit in Wirklichkeit einen hohen Preis zahlen muss. Denn das Internet ist sehr teuer in Südafrika. Die Einwohner von Johannesburg haben das Privileg, in einer der drei teuersten Städte zu wohnen, was die Internetverbindung angeht. Die Metropole steht auf Platz 2, hinter Dubai. Ein Paradox für dieses als dynamisch angesehene Land mit solider Infrastruktur, das bis 2020 die regionalen Rechenzentren der weltweiten Internetgiganten beherbergen soll. Bremst sich Südafrika in puncto Internet selbst aus? Der Zugang zum Internet wird weltweit immer günstiger, außer in Afrika. 2018 sind die Preise dort sogar weiter gestiegen. Das zeigt die NGO A4AI, die die Kosten der Internetzugänge in südlichen Ländern untersucht. Und laut Angaben von A4AI bleibt das Internet für die meisten Einwohner Subsahara-Afrikas unerschwinglich. In Nigeria kostet 1 Gigabyte Datenvolumen im Durchschnitt 2,74 Dollar. In Kenia ist es das Doppelte. Und in Südafrika fast das Vierfache. Für das Internet in Südafrika gibt es eindeutig Verbesserungspotenzial. Dabei haben die Behörden 2012 versucht, sich des Themas mit einem großen nationalen Entwicklungsplan anzunehmen. Dieses ehrgeizige Arbeitspapier versprach, dass bis 2030 jeder Bürger Südafrikas Zugang zu Breitbandinternet mit einem konkurrenzfähigen Preis haben würde. 2019 ist man von dem Ziel jedoch weit entfernt. Und die südafrikanischen User sind sich dessen bewusst. Mitte 2016 startete Thabo Molefe alias Thibo Touch, ein beliebter DJ in Südafrika, sein Webradio. Angesichts der Kosten des Internetzugangs ein gewagtes Projekt. Er erklärte sich zum Botschafter des günstigen Internets und forderte auf Twitter: Data must fall. Nieder mit den Preisen fürs Datenvolumen. Seinen Abonnenten schlug er vor, den Netzbetreibern ein Ultimatum von 30 Tagen zu stellen. Dies löste eine nationale Debatte aus. Thibo Touch wurde ins Parlament eingeladen und erreichte, dass der Mobilfunkbetreiber MTN seine Preise für den Zugang zu Diensten wie zum Beispiel WhatsApp senkte. Doch es war nur ein Teilsieg. Andere Betreiber zogen nicht nach und die Internetnutzer waren enttäuscht. Sie wollten ein Gesetz und keine Rabatte, die die machtlosen Regierungsbehörden mit den mächtigen Netzbetreibern von Fall zu Fall verhandeln. Deshalb organisierten im Juli 2017 die südafrikanischen User den Blackout Wednesday. Jeden Mittwoch wurden die sozialen Medien boykottiert. Nichts wurde gepostet. Auch diesmal war der Wille da. Nur verändert hat sich nichts. Im Oktober 2018 ein neuer Hoffnungsschimmer. Das Parlament erwog eine Gesetzesänderung zur Kostenregulierung bei Mobildaten. Doch im Februar 2019 wurden die Erwartungen der Bevölkerung mal wieder enttäuscht. Das Parlament wollte keinen allgemeinen Preisrückgang. Es bleibt beim Status quo. Dabei muss man wissen, dass sich südafrikanische Politiker dem Internet gegenüber ambivalent verhalten. Sie legen ein Schneckentempo vor, wenn es darum geht, für Preissenkungen zu kämpfen. Zögern jedoch nicht, das Internet in ein politisches Schlachtfeld zu verwandeln. Was die Desinformation betrifft, auch in Südafrika werden Fake News verbreitet. Und die Politiker spielen mit dem Feuer. So wie Jacob Zuma, Präsident von 2009 bis 2018, der sich die Dienste indischer Internet-Trolle gesichert hatte, um Ende 2017 eine seiner Ex-Frauen an die Spitze der ANC-Partei zu bringen. Sie verlor gegen Cyril Ramaphosa, der seitdem Präsident von Südafrika ist. Jacob Zuma engagierte damals eine Kommunikationsagentur aus Neu-Delhi, die mehrere Twitter-Konten führte, um vor allem falsche Informationen zu verbreiten. Des Weiteren hat der ehemalige Präsident versucht, über Twitter sein Image aufzupolieren, nachdem es durch Korruptionsaffären beschmutzt worden war. Vor allem wollte er aber verhindern, dass sich andere online für ihn ausgeben. And I know that of course some people have been using some fake accounts on behalf, I mean on my name, but now it's me, I'm there. Von außen betrachtet ist die Situation schlicht paradox. Auch wenn Südafrika nur wenig dafür tut, erschwingliche Internetpreise festzulegen, wollen die Betreiber möglichst viele User jenseits der Sahara für sich gewinnen. Ihr Trumpf? MTN.
Der südafrikanische Telekommunikationsanbieter ist in 16 Ländern des Kontinents vertreten. Und MTN bemüht sich, seinen Konkurrenten aus Kenia, Nigeria und Ägypten mit seinen Flatrates und Produkten den Rang abzulaufen. Ein Beispiel ist das Smart Feature Phone, ein leichtes und sehr günstiges Smartphone. Damit will MTN seine Position auf dem afrikanischen Markt festigen. Ein Versprechen, das schwer zu halten ist, da das Smart Feature Phone vor allem aus chinesischen Bauteilen besteht. Und es ist auch ein chinesisches Unternehmen, das seit 2017 die meisten Smartphones in Afrika verkauft. Transsion. Alles in allem hat Südafrika noch viel zu tun, bis das Land sein Internet exportieren kann. Habt ihr den Durchblick? Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst uns einen Kommentar. Um noch mehr zu erfahren, könnt ihr euch über die aktuelle Lage in Äthiopien informieren. Ein Land, das endlich online geht. Bis bald, vielen Dank. Tschüss.